des schulischen Alltags und der schulischen Bildung beschäftigt. Das Pädagogische Quartett ist eine Kooperationsveranstaltung mit einer inzwischen sehr langen Liste an Themen und Ausgaben über viele Jahre hinweg und über diese ganze lange Zeit mitveranstaltet und unterstützt von der Technischen Universität Dresden. In den vergangenen beiden Jahren dann weiterhin noch dazugekommen Teach First Deutschland, den ich an dieser Stelle ganz herzlich für die Zusammenarbeit, für die Unterstützung in der Vorbereitung dieser Abende danken möchte. Mit dem heutigen Veranstaltungsthema knüpfen wir an unsere aktuelle Sonderausstellung Fake – Die ganze Wahrheit an, in der Sie sich auf einen fiktiven Behördengang durch das Amt für die ganze Wahrheit begeben können. Die Ausstellung lädt uns als BesucherInnen ein, uns mit Bezug auf ganz verschiedene Themengebiete und Lebensbereiche unser Verhältnis zu Wahrheit und Lüge zu erkunden. Sie haben noch, falls Sie es noch nicht getan haben, bis März 2023 Zeit, sich diese anzuschauen. Und mir sei an dieser Stelle der Hinweis erlaubt, falls auch PädagogInnen unter Ihnen sind, dass die Ausstellung auch ein ganz spannendes Bildungs- und Vermittlungsprogramm hat, insbesondere auch für Schülerinnen und Schüler. Ich habe mir von den Kolleginnen ein paar Zettel mitgeben lassen. Sie finden die auch in dem kleinen Aufsteller vorm Saal, einen kleinen Überblick über das Bildungsprogramm, wenn Sie Lust darauf haben. Ja, der heutige Abend schaut auf einen Teilaspekt dieses großen Themas Wahrheit und Lüge, der sich auch in der Ausstellung findet und klopft Ihnen ab auf seine Konsequenzen für die pädagogische Arbeit. Mit der Corona-Pandemie scheinen Sie allgegenwärtig breit gestreute Falschinformationen, vereinzelt aufgeschnappte Fake News, aber auch geschlossene, von Verschwörungsmythen geprägte Weltbilder, die einen Teil unserer Mitmenschen in ihrer Weltwahrnehmung und in ihrem Handeln prägen. Dass dieses Phänomen, das uns so als ein Pandemiephänomen vorkommt, schon lange auch vor der Pandemie existierte, zeigt unter anderem eine Befragung der Konrad-Adenauer-Stiftung, basierend auf Daten, die im Jahr 2019 und Anfang 2020 erhoben wurden, veröffentlicht im Jahr 2020. Diese Ergebnisse zeigen, dass es etwa 10% der Menschen sind, die als sehr gesichert geltende wissenschaftliche Erkenntnisse stark in Zweifel ziehen, und sogar um die 30%, die ganz diffuse Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen zumindest teilweise Glauben schenken. Der Studienautor beschreibt das aus meiner Sicht sehr gut, auch als ein gewisses demokratisches Paradox, denn letztlich leben unsere offenen Gesellschaften ja auch vom Zweifel, vom Anzweifeln politischer Maßnahmen, von Kritik an eben diesen, von kontroversen Debatten, die ganz unterschiedliche Positionen zulassen. Und gleichermaßen, während es diesen Zweifel und diese Kritik braucht, braucht es eben auch eine gemeinschaftliche Basis, ein gewisses Maß an Übereinstimmung und Verständnis, auf deren Basis nun Einigungsprozesse erfolgen können. Um ein kleines Beispiel zu geben, wenn wir als Gesellschaft unsere ganze Kraft darauf verwenden, darüber zu streiten, ob es den menschengemachten Klimawandel überhaupt gibt, ob er denn überhaupt so schlimm ist, fehlen uns vielleicht die zeitlichen und auch andere Ressourcen dafür, über geeignete Maßnahmen, über Kosten und Folgen dieser Maßnahmen wirklich intensiv zu streiten in dieser kontroversen und komplexen Debatte, die das ja auch ist. Ja, das vielleicht als kleine Vorrede zu diesem Thema, und da sich diese gesellschaftlichen Entwicklungen immer auch in Schulen und Bildungsinstitutionen spiegeln, wollen wir heute schauen, welche Auswirkungen und Anforderungen hier in diesem Themenfeld für Schulen entstehen, etwa im Bereich der Medienbildung oder politischen Bildung. Ich freue mich, dass wir diesen Abend als Podiumsgäste Sophia Bock und Johannes Pusche gewinnen konnten. Herzlich willkommen, schön, dass Sie beide heute da sind. Die beiden werden Ihnen gleich noch genauer vorgestellt und dem einen oder anderen ist es vielleicht auch aufgefallen, dass es einen kleinen Wechsel auf dem Podium gab, aber mit wem Sie es jetzt hier zu tun haben, erfahren Sie dann gleich. Ich würde gerne noch die beiden ModeratorInnen mit ein paar Worten vorstellen. Direkt neben mir Professor Dr. Cornelia Wustmann, seit 2015 Professorin für Beratung und soziale Beziehungen an der Technischen Universität Dresden. Ihre Forschungsgebiete sind die Elementarpädagogik, Kindheitsforschung, professionelle Beratung und Beratungsmethoden in der sozialen Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe und auch die Geschichte der Pädagogik. Auf der anderen Seite der Bühne sitzt Andreas Tietze, seit 2017 Referent für politische Bildung und Beratung bei der Aktion Zivilcourage in Pirna an der Sächsischen Schweiz. Er berät und vernetzt dort kommunale Verantwortungstragende in der Verwaltung, in der Zivilgesellschaft und moderiert viele Formate, unter anderem auch
über 180 kontroverse Bürgerversammlungen in ganz Sachsen in den letzten Jahren. Ich glaube, da gäbe es bestimmt auch ein paar Anknüpfungspunkte an unseren heutigen Abend. Bevor ich aber den beiden nun das Wort übergebe, noch einige praktische organisatorische Punkte. Einigen von Ihnen ist schon aufgefallen, dass sich hier im Raum zwei Kameras befinden. Die Veranstaltung wird online übertragen. Das wollte ich einfach nur kurz erwähnen, damit Sie nachher bei Ihren Publikumsbeiträgen einfach dran denken, dass die Kamera auch Sie natürlich dann zumindest vom Ton her mit aufnimmt. Ja, wenn Sie nach der Veranstaltung außerdem Interesse haben, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen, gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten dafür. Zuerst der tolle Büchertisch von der Buchhandlung Pusteblume, den Sie draußen vor der Saaltür finden. Frau Rüdiger wird also noch den ganzen Abend da sein und freut sich dann auch über Ihren Besuch nach der Veranstaltung. Ja, und ein weiterer Hinweis noch, etwas in der Ferne liegend, am 21. September planen wir noch eine digitale Ausgabe des Pädagogischen Quartetts. Wir wollen dann dieses Thema vertiefen und haben noch mehr spannende Praxisprojekte eingeladen, die Ihnen dann Methoden, Ansätze vorstellen, wie kann ich das beispielsweise im Unterricht oder in anderen Kontexten in der pädagogischen Arbeit thematisieren, dieses Thema, wie kann ich es bearbeiten, beispielsweise mit Ansätzen der Medienbildung und politischen Bildung. Und zuletzt, und dann höre ich auch auf und mache einen Punkt, eine Rückmeldung zum Ende der Veranstaltung wäre ganz wunderbar. Sie haben ein Evaluationskärtchen bekommen. Füllen Sie das gerne am Ende der Veranstaltung auf, wenn Sie sich einen Eindruck gemacht haben. Eine klarsichtige Box, der die dennoch hoffentlich dann anonymisiert die Karten entgegennimmt, können Sie dann draußen vor der Tür finden und dort die Karte einwerfen. So, nun bin ich aber mit meinem Teil fertig, übergebe das Wort an Cornelia Wußmann und Andreas Tietze. Schön, dass Sie alle da sind. Ich wünsche uns eine schöne Diskussion. Vielen Dank. Liebe Frau Heinig, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung, auch für die inhaltliche freundliche Einführung und Begrüßung. Sehr geehrte Damen und Herren, auch Ihnen aus der Moderatorensicht natürlich herzlich willkommen bei diesem doch sehr spannenden Abend. Das ist doch Fakt, diese Aussage. Ich glaube, früher war die einfacher, heute vielleicht gefühlt nicht mehr so. Und das werden wir uns heute mit Ihnen gemeinsam anschauen. Also wir werden uns die Themen Medienbildung, Kommunikation, Medienkompetenz, aber allen voran den schulischen Alltag anschauen, weil es dort besonders relevant sind. Bevor wir starten, gibt es von mir noch zumindest zwei. Ich ergänze vielleicht sogar noch einen dritten Punkt. Punkt Nummer eins ist nämlich die Ausstellung. Die haben sich Cornelia Wußmann und ich vorher angeschaut. Und mein Highlight der Ausstellung, das ist ein Geheimtipp für Sie, ist ein Lügendetektor, der hervorragend funktioniert. Das heißt, wenn Sie schon immer mal jemanden mitnehmen wollten, dem sagen Sie das vorher nicht, sondern sagen Sie, super spannende Veranstaltung, überraschen Sie Ihren Liebsten oder Ihre Liebste damit. Hervorragend, funktioniert gut, wir haben es ausprobiert. Herr Tschitschik war unser Versuchsobjekt. Ich glaube, das war nicht ganz so angenehm, aber trotzdem schön. Darf ich auch mein Highlight sagen? Gern. Wenn wir schon bei Fake News sind, es gibt ja einen Politiker, der sehr, sehr gerne twittert, dessen Konto jetzt auch mal gesperrt war dort. Und es gibt eine wunderbare Installation, wo man sieht, wenn dieser Politiker einen Tweet absetzt, was dann, wie sich das wie ein Lauffeuer über diese ganzen Globus zieht. Also schon alleine das ist sehenswert neben vielen anderen Dingen. Genau. Also absolute Empfehlung, sich diese Ausstellung anzuschauen. Und Sie können lochen. Finden Sie raus, was Sie dort lochen können. Sie können dort den ganzen Tag in der Ausstellung lochen. Also für diejenigen unter Ihnen, die das toll finden, Sie werden dort glücklich werden. Wir haben Zeit bis 20.30 Uhr. Das ist 20:30. Wir haben das pädagogische Quartett immer ein bisschen kürzer gehalten. Die Erfahrung sagt uns, alles, was über 2 Stunden geht, wird nicht besser. Das habe ich jetzt aus eigener Erfahrung erlebt, als ich ein Wahlforum von 3 Stunden moderieren durfte. Das wurde auch nicht gut. Deswegen haben wir uns auf 20:30 gezogen. Wir haben kleinere Möglichkeiten zu überziehen, aber im Interesse Ihres pünktlichen Heimweges werden wir uns auf 20:30 einschieben. Und das pädagogische Quartett hat den Anspruch, Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft zusammenzubringen. Die Wissenschaft und die Praxis, die haben wir hier auf dem Podium und die Gesellschaft sind Sie. Und das heißt, Sie sehen unter anderem dort ein Mikrofon und auch auf der linken oder von mir aus gesehen linken Saalhälfte ein Mikrofon. Das heißt, Sie können jederzeit, geben Sie uns aber gern
kurz Zeit zum Warmwerden, aber dann gern jederzeit an das Mikrofon treten, wenn Sie eine Frage oder ein kurzes Statement halten wollen. Auch hier schon im Interesse Ihres pünktlichen Heimweges, wenn Sie natürlich irgendwie 20 Seiten auspacken, dann haben Sie Verständnis dafür, dass wir dazwischen gehen. Aber ansonsten ist jeder Beitrag, der sich mit diesem Thema, dem heutigen Thema beschäftigt, herzlich willkommen. Und da freuen wir uns auch auf Ihre Beteiligung. Dann gibt es, glaube ich, nur noch zu sagen, natürlich auch der digitale Raum, der heute zumindest mit dabei sein kann, mithören kann, aber zumindest keine Fragen mitstellen kann. Sie können das auch. Und Sie haben Karten bei sich auf dem Platz gesehen, nämlich rot und grün. Aber da kommen wir dann gleich nach der Vorstellung unserer Expertinnen und Experten dazu. Okay, ich darf Ihnen Sophia Bock vorstellen. Sophia Bock hat Lehramt, gymnasiales Lehramt studiert in Deutsch und Geografie. Und wir sind dank Professor Melzer auf Sie gestoßen. Und zwar, weil sie eine fantastische Abschlussarbeit geschrieben hat zu Verschwörungsmythen und hat auch mit Wilfried Schubert das Ganze auch nochmal übersetzt dann für die pädagogische Praxis. Was bedeutet das für Schule? Und wie Christine Heinig schon angedeutet hat, alle Phänomene, die in der Gesellschaft auftreten, finden sich ja auch dann in der Schule. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wertvoll, dass wir sie gewinnen konnten, weil wir ja auch der Frage nachgehen müssten, wie geht man mit Verschwörungsmythen? Sie werden gleich erklären, warum wir nicht von Verschwörungstheorien reden, sondern von Verschwörungsmythen. Wie geht man damit in Schule um? Herzlich willkommen und danke, dass Sie da sind. So, und ich darf Ihnen Johannes Porsche vorstellen. Und Herrn Porsche, dem gebührt dann wirklich besonderer Applaus, weil gestern Abend kam die Nachricht, Herr Porsche, wir brauchen Sie als Ersatz. Und Herr Porsche hat nicht gesagt, um Gottes Willen, knappe 30 Grad, Badesee, das ist so meins, sondern er hat gesagt, tja, pädagogisches Quartett, das gönne ich mir, deswegen ist er heute hier, ich freue mich sehr. Er ist Mitarbeiter im Projekt Social Web macht Schule hier in Dresden, Zielgruppe seines Projekts. Ich habe mal geschaut, es gibt drei Säulen, nämlich Lehrende, Eltern und Schülerinnen, Medienkompetenz und Mediennutzung. Das hat ja schon Wummscharakter, ne? Eltern und Schüler, Schüler und Lehrerinnen und Lehrer, da gucken wir heute nochmal stärker drauf. Ich habe auch nochmal geschaut, was sein Verein inhaltlich an Themen aufarbeitet, unter anderem Grundlagen der jugendlichen Mediennutzung, didaktische Perspektiven der Medienbildung, Medienkompetenz in sozialen Netzwerken, also das gesamte Potpourri, was Sie sich vorstellen können, wenn Sie mit Ihren Kindern zu Hause darüber reden, Handy aus oder Handy an. Also da ist der Experte des heutigen Abends, Herr Porsche. Herr Porsche hat studiert Medienmanagement in Mittweida, da hat er was gemeint mit meiner Frau, das ist auch klasse. Und seit 2020 ist er hier in diesem Projekt entsprechend drin. Ich erzähle jetzt nicht, was er noch alles privat hat, weil das ist immer schlimm bei Moderatoren, dass sie dann so 1993 geboren, hat eine Katze, trinkt gern Milch, das lassen wir alles weg. Herr Porsche, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Ja, wir würden zu Beginn einfach mal mit einem kleinen Spiel einsteigen. Das ist nicht unsere Idee, die haben wir aus der Ausstellung mitgenommen. Und zwar sehen Sie entweder bei sich auf dem Platz oder in der Nähe eine rote und eine grüne Karte, die Sie bitte mal sich sichern. Okay. Es sind kleine Folien vorbereitet und Sie schauen sich das mal an und wenn Sie meinen, das ist ein Fake, dann heben Sie bitte die rote Karte und wenn Sie meinen, das ist wahr, dann bitte die grüne Karte. Okay? Wir kommen zur ersten Folie oder auch nicht. Na, wir warten noch mal ganz kurz auf die Technik. Da ist sie. Das ist die erste Folie. Sie sehen Ugo Sahin und Sie sehen, der Tweet ist überschrieben mit ein guter Dealer konsumiert sein eigenes Zeug nicht, weil Ugur Sahin zugegeben hat, dass er selber noch nicht geimpft ist. Jetzt die Frage an Sie, ist es ein Fake oder ist es wahr? Ach, Sie kann man nicht in das Licht führen, doch ein paar kann man in das Licht führen. An sich hat es Ugo Sahin zugegeben und das ist etwas sehr, sehr Spannendes, was bei Lügen auftritt. Also es braucht eine Reihe von Bedingungen,
damit so eine Aussage auch angenommen wird. Also die Aussage muss verständlich sein, sie muss in der jeweiligen Situation relevant sein, das wäre die Corona-Situation, oder dem Sprecher muss auch die Kompetenz der Beurteilung zugewiesen werden. Das Video an sich ist richtig, aber die Aussage dazu ist falsch, weil die Aussage, dass er nicht geimpft wurde, hat Ugo Sahin im Dezember 2020 getroffen. Und er sagt wirklich tatsächlich, dass er nicht geimpft ist, aber er ist nicht geimpft, weil er noch nicht in der entsprechenden Prioritätengruppe war, also noch nicht dran war an der Stelle. Also diese Mitteilung über den Tweet ist ganz klar ein Fake. Mhm. Vielen Dank. Und dann widmen wir uns gern dem zweiten Beispiel. Da haben Sie es. Spielplatz für Kinder und KinderInnen. Aufenthalt von 7 bis 20 Uhr gestattet. Und oben natürlich die Schrift, die Verblödung in Deutschland nimmt massiv Fahrt auf. So, zeigen Sie uns mal, ob Sie das als, also gibt es dieses Schild irgendwo im deutschen Sprachraum oder nicht? Ah, spannend. Jetzt haben wir es doch schon deutlich gemischter. Ja, spannend. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Ich löse gern auf. Das Bild ist manipuliert und wird seit vielen Jahren in Social-Media-Kanälen und bei Gruppen geteilt, um den angeblichen Genderwahn zu belegen. In Wirklichkeit steht auf diesem Schild, und das, wenn Sie es besuchen wollen, das steht in Hannover, die Adresse steht leider nicht hier, aber ich glaube, Sie finden es, und da steht Spielplatz für Kinder und Jugendliche. Also es ist nichts anderes als ein manipuliertes Bild, um entsprechend die Gender-Debatte negativ zu befeuern. Aber spannend, dass es jetzt diverser war. Das war schon, ne? Sehr gemischter. Also Sie trauen das schon den Hannoveranern zu, solche Schilder aufzustellen. Das finde ich schon mal gut spannend. Sehr schön. Okay, gehen wir zur dritten Folie. Mann will lieber ins Gefängnis, als bei Ehefrau zu leben. Da heben alle spontan, das ist und, wahr. Und in einer Geschwindigkeit. Ich gebe jetzt keinen paartherapeutischen Ratschlag oder so. Also diese Geschichte hat sich wirklich so zugetragen in Italien. Also ein Mann wollte lieber wegen seiner Verurteilung wegen Drogendelikten, die im Gefängnis absitzen, als im Hausarrest bei seiner Frau. Und zum Abschluss noch ein letztes. Genau, das Bild sollten Sie vielleicht schon mal gesehen haben. Das geisterte dann doch schon reichlich häufig unterwegs. 700 Euro Weihnachtsgeld für Flüchtlinge. Sie können auch gerne sich kurz Zeit nehmen, den Artikel zu lesen, der kurz ist, aber ich sehe, die Reaktion ist sehr fix und Sie haben recht. Also diejenigen unter Ihnen, die sagen, das ist eine Falschnachricht, das ist in der Tat so, diese Nachricht ist frei erfunden. Sie wurde auf einer Internetseite erstellt, auf der man sich seine eigenen Schlagzeilen zusammenbasteln und teilen kann, um andere hereinzulegen. Ich habe hier noch den Kommentar stehen, diese Seite gibt es nicht mehr. Also falls Sie danach suchen wollten. Zur Illustration wurde das berühmte Merkel-Bild verwendet, das in bestimmten Kreisen gern für erhitzte Gemüter sorgt. Und deswegen, dieses Bild hatte, glaube ich, Hochkonjunktur 2016, 2017, wo wir in der Sächsischen Landeszentrale etwaige Asylforen moderieren durften. Vielen Dank für die kurzen Abstimmungen an dieser Stelle. Gut, wir steigen thematisch ein. Und da, glaube ich, muss man trotzdem mal ein Stück zurückgehen. Wir sprechen heute von Fake News. Aber von Fake News wurde schon viel, viel eher gesprochen. Also wenn Sie sich das Sprichwort beispielsweise mal heranziehen, der lügt ja wie gedruckt. Hat viel wirklich mit dem Buchdruck zu tun um 1450 und dann mit der Verbreitung der reformatorischen Schriften ab 15, also schon vor 1517, aber ab 1517 natürlich ganz, ganz stark. Und auf einmal hatte man Aussagen schriftlich da. Und was man auch beobachten konnte in dieser Zeit, also aus dieser Zeit stammt dieser Spruch, ist ein ganz großes
ganz großer Argwohn gegen Bücher. Also heute gilt es ja als gut, wenn Jugendliche, Kinder und Jugendliche lesen. Zu dieser Zeit warnte man die Eltern sehr davor, ihre vor allen Dingen Töchter lesen zu lassen. Weil das würde sie von den wirklich wichtigen Dingen im Leben abhalten. Also wir haben schon immer so mit Verschwörungssachen zu tun und auch mit Medien, die neu kommen, mit denen man nicht so richtig klarkommt. Und wir steigen jetzt mal ein. Was sind denn eigentlich Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen? Also wenn ich Lehrkräfte für eine Fortbildung habe, dann sage ich, das wird in der Wissenschaft unterschieden, ja. Aber was sie im Alltag gebrauchen als Begriff, ist letztlich, ich sage jetzt mal ganz salopp, egal. Weil am Ende weiß der andere, was gemeint ist. So rein vom Kommunikationsmodell her ist man sich da einig, dass das dann egal ist, was es ist. Die Wissenschaft macht diese Unterscheidung deshalb, und sie ist auch sinnvoll, weil eine Theorie würde ja besagen, ich kann sie belegen oder falsifizieren. Viele Verschwörungserzählungen haben wahre Bestandteile oder knüpfen an wahren Ereignissen an. Aber das Erzählkonstrukt drumherum, wo zum Beispiel auch ein dichotomes Weltbild entsteht oder ein geschlossenes Gedankenkonstrukt, das immer mit Abwertungs- und Aufwertungsmechanismen funktioniert, das ist sozusagen dazu erfunden, kann Gewalt legitimieren und andere Dinge. Deswegen spricht man eher von einer Verschwörungserzählung. Das ist so die konkrete Erzählung, die wir haben. Zum Beispiel Bill Gates hat das Coronavirus erschaffen, um mit einem Impfstoff Profit zu machen oder weil er uns chippen will oder was auch immer. Und wenn das jetzt ein größeres Grundthema ist, was für einen Beigeschmack das halt hat, vieles ist aus dem antisemitischen Bereich oder auch dem Rechtsextremismus zuzuordnen, dann spricht man eher von einem Verschwörungsmythos, weil dieses übergeordnete Thema ist dann zum Beispiel der Antisemitismus, wo ganz verschiedene Einzelerzählungen daraus hervorgehen können. Das kann Bill Gates als Jude sein, der dargestellt wird, oder George Soros, der irgendwie damit assoziiert wird, oder welche Erzählung auch immer. Genau, das sind sozusagen einmal diese Definition Verschwörungserzählung. Da reden wir dann von einem Narrativ oder mehreren Narrativen. Und Menschen können aber auch so generell hinter alles und jedem eine Verschwörung wittern. Da kann man auch von Verschwörungsglauben oder Verschwörungsmentalität sprechen. Also diese Unterscheidung wird gemacht, um das mal so ein bisschen aufzusplitten. Und der Amerikanist Michael Butter sagt auch, eigentlich reicht die Definition, nichts ist, wie es scheint, alles ist miteinander verbunden. Und den dritten Teil habe ich gerade nicht parat, aber der fasst es noch ein bisschen einfacher zusammen, genau. Aber ja. Das wäre nicht schlimm, weil wir den dritten Teil jetzt gar nicht gewusst hätten. Aber was schätzen Sie, wie weit verbreitet sind? Sie haben ja viel auch mit Lehrenden zu tun in der Fortbildung. Was spiegeln die Ihnen wieder, Pädagoginnen und Pädagogen? Wie weit verbreitet ist so sind Verschwörungstheorien unter Kindern, sagen wir mal eher unter Jugendlichen? Also da gibt es einmal das Bild, was ich von den Lehrkräften habe, und da ist das die Präsenz deutlich, dass es durchaus verbreitet ist. Und dann wird noch unterschieden zwischen jüngeren Schülerinnen und Schülern, wo Lehrkräfte mir dann sagen, das haben die eindeutig aus dem Elternhaus. Und je weiter sie sich von dem Elternhaus dann irgendwann sozialisationsbedingt abnabeln sozusagen, dann kommt das eher auch aus der Peer Group, vom Freundes- und Bekanntenkreis. Genau, je älter die werden sozusagen, aus den sozialen Medien natürlich auch, aber auch da, wie beim Buchdruck auch, jetzt haben wir halt soziale Medien, da ist es vielleicht noch viel einfacher und geht viel schneller, sowas zu verbreiten. Aber insgesamt ist es bei den Schülern vorhanden, natürlich auch teilweise bei Lehrkräften. Alles ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, das macht auch davor nicht Halt. Auch in Lehrerzimmern kommen sehr interessante Dinge, auch von Personen, wo man es nicht erwartet hätte. Also man kann es auch nicht ganz zuordnen, wer ist jetzt besonders anfällig dafür. Das sind wir alle. Und man kann es auch nicht als Gruppe gesellschaftlich exkludieren, sondern jeder ist dafür anfällig. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, sich Dinge anders zu erklären, als sie vielleicht in der herrschenden Meinung, sag ich mal, dargestellt werden, in den Medien oder von Freunden. Das ist sehr unterschiedlich. Danke. Dann gucken wir mal in die Schule. Ich wollte gerade sagen, ja. Herr Porschel, Ihr Projekt arbeitet ja dezidiert ja in der Schule, also sowohl mit Lehrkräften als auch mit Eltern. Ich hatte es eingangs erwähnt, auch mit Schülerinnen und Schülern. Nehmen Sie uns mal
mit in so einen typischen, vielleicht haben Sie so Workshop-Tage. Optimal wäre mal Vormittag mit den Schülern, Nachmittag mit den Lehrern und Lehrerinnen. Was begegnet Ihnen denn im schulischen oder außerschulischen Alltag an der Schule? Ja, also um so ein bisschen diesen Workshop-Alltag so ein bisschen aufzugreifen, es ist bei den Klassen immer so, wir gehen in die Schulen rein, sind einen gesamten Tag da zu einem bestimmten Thema und wenn es halt ums Thema Fake News geht, gehen wir so meistens ab der 9., 10. Klasse rein, weil es halt schon ein bisschen ein komplexeres Thema ist, was man irgendwie behandeln muss und versuchen muss, ja, all diese ganzen Informationen, Wirkung, Verbreitung, Hintergrundwissen, Informationsflut, alles irgendwie damit reinzukriegen. Und das kann natürlich ganz schön anspruchsvoll sein. Und um den Bogen ein bisschen zu spannen, wir haben am Anfang nur Fake News Webinare gegeben für Eltern und Lehrkräfte, haben aber irgendwann festgestellt, das Angebot für Kinder und Jugendliche ist halt kaum da in diesem Bereich. Und die betrifft es halt genauso. Die werden halt durch soziale Medien, TikTok, Instagram und sonst was geflutet damit, ne? Oder YouTube-Videos, Twitch, alles Mögliche. Es gibt einen Haufen Leute, wo, über die dann neue Informationen bekommen und das gar nicht mehr filtern können. Und so kommt es dann halt schon in der 5., in der 6. oder 7. Klasse dazu, dass man plötzlich mit pro-russischer Propaganda konfrontiert wird. Gerade zu einem ganz anderen Thema gerade referiert und dann überlegt, wie gehe ich denn jetzt damit um? Oder Anti-Impfungs-Argumente bekommt von einem 13-Jährigen und man denkt, okay, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und deshalb war, finde ich, ist es so wichtig, auch die Schüler und Schülerinnen da zu erreichen. Und wir hatten überlegt, wie kriegt man denn jetzt diese manchmal relativ zähen Fortbildungen für Lehrkräfte und für Eltern so ein bisschen in diese Lebensrealität rein. Und wir haben gedacht, okay, es gibt ja ganz viele spielerische Ansätze. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere kennt, Kahoot ist mittlerweile recht bekannt und beliebt geworden unter Lehrkräften, ist so ein Quiz, was man online zusammenbauen kann. Und haben angefangen, diese ganzen Sachen, Wirkung, Informationsflut, Nachrichtenkompetenz, was ist ein Bericht, was ist eine Nachricht, was ist ein Kommentar, alles in solche Fragen zu packen, um die dann so ein bisschen mitzunehmen, diesen Ehrgeiz ein bisschen zu wecken und nach jeder Frage dann nochmal genauer zu reflektieren, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet denn Informationsflut? Was bedeutet das denn, wenn pro Sekunde 300 Minuten YouTube-Videomaterial hochgeladen wird? Wer sollte das alles gucken? Wer schaut sich das vorher an? Wie wird denn das gefiltert? Kann das überhaupt gefiltert werden? Und kann gewaltverherrlichende Inhalte, Verschwörungserzählungen, können die schnell genug auch gelöscht werden? Spoiler, nein. So, und das ist halt ein super wichtiger Punkt, den das halt da schon beizubringen. Und dann geht es eigentlich genauso weiter, denen zu erzählen, wie sind Fake News aufgebaut? Und ein ganz großer Punkt, wie kann ich denn selber einen eigenen Faktencheck machen? Darum baut sich eigentlich so dieser eine Workshop bei uns darum, weil wir gemerkt haben, okay, dieses theoretische Wissen ist das eine, aber das einfach mal praktisch anzuwenden wirklich ist das andere. Wir haben da meistens dann so zwei Ebenen. Eine Ebene ist, die haben eine Falschnachricht, was schon in einem fertigen Faktencheck drin ist und bearbeitet wurde und die müssen herausfinden, okay, warum ist dieser Faktencheck gut? Also welche Elemente da drin sind denn wichtig, damit es ein guter Faktencheck ist? Und darauf folgend müssen Sie einen eigenen Faktencheck über eine Fake News schreiben, die wir Ihnen dann geben. Und das sind teilweise super gute Ergebnisse, die dabei rauskommen, weil dann oftmals halt dieses Verständnis dafür da ist. Die haben es gerade gemacht, die haben selber halt gerade herausgefunden, was ist ein guter Faktencheck und können es jetzt direkt anwenden. Und das ist dann so ein schöner Bogen drumherum, wie die dann das Wissen vorher aus dem Spiel, aus diesem Quiz halt mitnehmen können, um dann ein gutes Produkt auch wirklich selber zurechtlegen zu können. Die Karten, also wir haben hier Moderationskarten, wir haben uns viel Mühe gegeben, um Fragen uns auszudenken, aber das ist ja das Schöne an solchen Formaten, sofort steigen einem neue Fragen in den Kopf rein und ich hab zwei Fragen, die ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben möchte. Herr Porsche, müssen denn Lehrkräfte und Eltern einen Twitter-Account, einen Facebook-Account, einen Snapchat-Account, was nicht alles für Accounts möglich sind, müssen die haben, um
zu wissen, was Ihre Kids und Ihre Schülerinnen und Schüler dort tun, oder braucht es das nicht? Und Frau Bock, Sie wollte ich fragen, wie schaffen wir es, also entweder wir laden Herrn Porsche ein, aber wie schaffen es Lehrkräfte, Falschnachrichten im Unterricht direkt zu falsifizieren, obwohl die Unterrichtszeit 45 Minuten nur beträgt? Das ist ja die Herausforderung. Und vielleicht fangen wir mit Herrn Porsche an und kommen dann gleich noch zu Frau Bock. Ja, ist immer eine gute Frage. Ich sage den Lehrkräften und den Eltern eigentlich immer, ja, es ist sinnvoll, auch diese Accounts zu haben, nicht sie aktiv zu nutzen, sondern es geht ja ein bisschen darum, die Lebensrealität der Kinder und der Jugendlichen zu verstehen und zu begreifen und zu antizipieren und ein Teil davon zu sein, um den Kindern und Jugendlichen auch irgendwie ein Gefühl zu geben, ich nehme das wahr, was du da tust, na, deine Interessen nehme ich wahr, ich finde das interessant, das ist vielleicht jetzt nicht so mein Lieblingshobby, da auf TikTok Videos durchzuscrollen, aber ich schaue mir das zumindest mal an, was du da machst. Und das ist super wichtig, um deine Verbindung zu den eigenen Kindern und auch zur eigenen Klasse herzustellen. Man muss dann nicht selber jeden Tag 8 Stunden auf TikTok rumhängen und warten, bis irgendwann mal ein gutes Video kommt oder jeden Instagram-Post liken, ist überhaupt nicht notwendig. Aber so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, denn das hilft dabei, dass die Kinder ein Vertrauen aufbauen und bei Problemen, egal ob das jetzt im Bereich Fake News oder auch Cybermobbing oder wenn irgendwas anderes passiert ist, na, wenn plötzlich mal vielleicht zu viel Geld für irgendwas ausgegeben wurde, ist es viel einfacher für die Kinder dann zu den Eltern oder auch zu den Lehrern als Vertrauensperson zu gehen, weil einfach diese gemeinsame Ebene da ist und die Lehrkraft halt nicht von vornherein sagt, nee, will ich nichts damit zu tun haben, so, machen wir nicht, haben wir noch nie gemacht, müssen die Kinder machen, das Ding, fertig. Und ich glaube, da ist niemandem geholfen. Mhm. Vielen Dank. Dann habe ich alles richtig gemacht. Ich habe ein Facebook-Konto, was ich noch nie genutzt habe. Das ist gut. Aber ich habe das Prinzip, weiß ich. Ja, aber auf Facebook sind die Jugendlichen ja sowieso nicht mehr. Das ja, das genau. Ist total unbefallen. Also, ja, Cornelia, wenn wir hier fertig sind, dann richten wir dir einen TikTok-Account ein und den müssen wir dann aber noch mit Inhalten bespielen. Das wird dann die Herausforderung für die nächsten Tage, ja. Das wird schön. Frau Bock, wie falsifizieren wir Verschwörungen und Falschnachrichten? Also wie falsifizieren wir solche Falschnachrichten im Unterricht? Als Lehrkräfte? Als Lehrkraft brauche ich erstmal den Überblick, beziehungsweise muss ja auch erstmal wissen, dass was da jetzt kam oder die Aussage, die da kam, ist nicht richtig. Und das ist manchmal nicht ganz einfach. Das haben wir auch an der Ausstellung gelernt oder mit dem Spiel am Anfang. Aber wenn ich sowas als Lehrkraft merke, nehmen wir jetzt mal die besten Voraussetzungen, dann je nach Klassenstufe, aber würde ich das mit denen, wenn ich die Möglichkeiten habe, das zusammen einfach mal gegen googeln, also quasi eine zweite Quelle checken, steht das da auch so drin. Und gut, kommt drauf an, wie lange jetzt diese Meldung hier ist. Manchmal ist es dann dauert es nicht lange, bis es passiert, bis das sozusagen gecheckt wird. Manchmal dauert das aber auch, weil diese Einträge, die zum Beispiel geschrieben werden auf korrektiv.org oder so, die schreiben ja auch mitunter, also da sind schon viele Personen beteiligt, die das machen, aber es geht nicht immer von jetzt auch gleich. Bei manchen Sachen muss man einfach wirklich gegen recherchieren. Man hat nicht immer oder man kann auch nicht immer den kompletten Überblick über Putins Propaganda oder gerade zu Anfang der Corona-Pandemie hat das eigentlich auch sehr deutlich gezeigt, dass wir einen stetigen Informationszuwachs hatten. Andere Dinge waren wieder weniger aktuell, weil einfach auch die Wissenschaft da eine Zeit brauchte, um da eigentlich zu wissen, was Phase ist. Und da aber zumindest gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen zu recherchieren, sich vielleicht, auch wenn die 45-Minuten-Stunde kurz ist, das ist definitiv so, selbst wenn man das in der Stunde gerade nicht schafft, das Thema vielleicht kurz notieren und in der nächsten Stunde darauf eingehen. Und natürlich, eigentlich ist Medienbildung ein Thema für jedes Schulfach, wird auch oft im Deutschunterricht natürlich primär gemacht. Und im besten Fall passen diese Themen gerade sowieso in den eigenen Fachunterricht oder man nimmt sich dafür, wenn es geht, ein bisschen Zeit. Aber Zeit ist Mangelware in der Schule und gerade während der Corona-Pandemie, wo einfach auch durch das Homeschooling, ich war in der Zeit selber auch in der Schule, unter anderem. Und das ist Wahnsinn, also was da online abgeht und was da einfach auch an Informationen mit den Eltern auf einen einprasseln, von der Schulleitung, der Korrekturaufwand mit den Materialien, die da waren, mit den Klassen, die ja bespielt werden mussten und so weiter, dass man da sozusagen den Überblick hat und natürlich dann
auch noch dann zugoogelt, also zusätzlich zu dem, was man sich selber vielleicht auch schon reinzieht sozusagen, um auf dem Laufenden zu bleiben und dann auch noch andere Themen von den Schülerinnen und Schülern zu bekommen, das ist ein Spagat, aber da muss man sehen, wie das zeitliche Verhältnis ist und auch welches Thema das ist. Es gibt Sachen, die kann ich schnell verifizieren, es gibt Sachen, da brauche ich halt eine Weile. Und das, aber jetzt merkt man schon, das ist wieder so ein bisschen was Typisches für Schule. Ne? Ich lade mir jemanden ein, der macht mal einen Tag und ich sage es jetzt mal, selbst wenn Herr Bruch das tut, Pursche das total gut macht, das ist ein Tag. Und ich komme ja auch aus der Lehramtsgeschichte und habe auch genug Fort- und Weiterbildung gemacht. Und ich weiß, wenn man dann sagt, dann besser die Zeit an dieser Stelle nehmen. Also wirklich drüber nachzudenken mit den Kindern. Was ist diese Kriegspropaganda von Putin? Wo sind da Fake News? Wo sind Fake News zu Corona? Weil das ist ja auch eine Form von politischer Bildung. Und ich höre schon den Satz, den ich hören würde, das können wir nicht machen. Wir haben ja auch unseren Stoff, den wir machen müssen. Ja, definitiv. Es sitzen genügend Lehramtsstudierende hier. Die schmunzeln alle vor sich hin, ja, weil die kennen das Prinzip. Ich kenne es auch selber und ich kenne auch genug Kollegen, die natürlich dann einerseits ein schlechtes Gewissen haben, weil auch diese Themen, die die Schüler und Schüler bewegen, natürlich, gerade wenn man zu denen eine Beziehung hat, eine Lernbeziehung oder Lehr-Lernbeziehung, dann möchte man das gerne machen und kann nicht immer, weil die nächste Klassenarbeit steht an, die Abiturprüfungen stehen vor der Tür oder der MSA oder was auch immer oder in den Elternabend, der Tag ist sowieso schon lang und man ist ja auch als Lehrkraft nur ein Mensch, auch wenn immer sehr viel mehr erwartet wird, als man eigentlich leisten kann. Aber ich denke, das sind Strukturprobleme, die man als einzelne Lehrkraft nicht bewältigen kann. Im besten Fall kann man sich Kolleginnen und Kollegen suchen und Teams bilden. Dann ist immer von fächerübergreifendem Unterricht die Rede und so weiter. Muss auch geguckt werden, wie es in der Schule möglich ist, ob dafür genug Personal da ist, ob dafür die Zeit da ist. Dann ist ein Wandertag und die Klasse ist wieder weg. Es kommt ganz viel dazwischen. Und die Ansprüche sind immer so und das, was man leisten kann, ist immer so. Und das ist etwas auch mit der eigenen Informationsaufnahme. Ich denke, es geht auch vielen so, die wollen eigentlich noch viel mehr wissen, aber man hat nicht immer die Zeit dafür und man kann auch nicht immer vielleicht die zufriedenstellenden Antworten geben, die man eigentlich geben möchte, einfach weil das ein anspruchsvoller Job ist und Hochachtung für jeder und jedem, die diesen Job macht, auf jeden Fall. Wenn ich da kurz einhaken darf, diesen ganzen Stressfaktor sehe ich ja immer wieder in den Workshops und auch wenn man sich dann mit den Lehrkräften unterhält. Deswegen finde ich so dieses, was du meintest, dieses die Fake News erklären und diese Fake News erklären, ist ja leider letztendlich immer nur eine Symptombekämpfung, weil man gar nicht hinterherkommt. Ja, wenn ich dann einen Siebtklässler vor mir habe, der sich halt auf sein Namensschild Putin draufschreibt, muss ich erstmal 10 Minuten damit verbringen, das jetzt erstmal aufzuschlüsseln, warum das nicht lustig ist, warum das schlecht ist. Und dann danach andere mir erklärt, ja, Putin ist gar nicht so schlecht. So, und dann, okay, gut, dann ist jetzt schon mal die Hälfte von dem einen Tag vorbei. Deswegen finde ich es ja so wichtig, die Grundlagen schon festzulegen, dass die Lehrkraft gar nicht mehr die Notwendigkeit hat, jede einzelne Fake News aufzuschlüsseln, wenn es mal irgendwie notwendig ist, gar keine Frage, aber halt schon diese Grundlagen dieser Buzzwords, Medienkompetenz und auch Nachrichtenkompetenz zu erarbeiten für die Schüler und Schülerinnen, ist es so, so viel mehr wert und entlastet, glaube ich, auch die Lehrkräfte, wenn da halt genug Elemente und Modelle vorhanden sind, dass sie halt von vornherein, wir fangen mit unseren Workshops in der 3. Klasse an und erklären denen schon mal, die wissen dann schon meistens, wie ein Handy funktioniert und können die jede App sofort öffnen, haben aber keine Ahnung, was ein Browser ist und haben teilweise halt so kaum richtiges Verständnis davon, was sie da nutzen. Das ist wie, wenn ich Auto fahre, auch keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Ich hoffe, ich komme von Punkt A nach Punkt B. So, und genauso ist es auch da, aber da ist es halt umso wichtiger, weil sie so viel mit Information, Desinformation und Fehlinformationen zu tun haben, ihnen da schon ein Grundgerüst, einen Werkzeugkasten an die Hand zu geben, dass sie von vornherein so selbstkritisch mit den Informationen, die sie bekommen, umgehen, dass sie dann, wenn wir in der 9. Klasse da sind, schon so geschult sind, dass ein ganz anderes Arbeiten möglich ist, dass sie viel resilienter vorher schon geworden sind, als dann halt jede einzelne Fake News dann mühsam aufklären zu müssen, was halt super Aufwand ist, sondern denen einfach dieses Handwerkszeug mitzugeben, dass sie von vornherein selbstständig das auch tun können. Mhm.
Vielen Dank, Herr Porsche. Wir haben einen Redebeitrag, bitteschön. Ach, jetzt. Hallo. Ja, mir kommt gerade einfach so ein Gedanke und ich möchte ihn einfach gern teilen. Und zwar sind wir nicht dann bei dem Handwerkszeug, bei der Frage, was ist Wahrheit überhaupt, also bei der grundlegend philosophischen Frage, die man vielleicht auch auf dem Podium diskutieren könnte, beziehungsweise in der Schule auch diskutieren müsste. Ich denke da an Foucault oder andere Philosophen, die ganz spannende Antworten zum Thema Wahrheit und Macht gefunden haben. Spannender Punkt, Herr Porsche. Ja, Wahrheit? Tja, das ist ein großes Thema auf jeden Fall auf, was es angeht. Ist aber tatsächlich ein spannender Punkt, den ich auch von vielen Schülern gespiegelt bekomme, wenn sie sagen, ja, die sagen ja auch, das ist wahr, was da passiert. Also ist Wahrheit natürlich immer ein sehr schwammiges Konstrukt, weswegen ich auch so die Unterscheidung, gibt es glaube ich mehr im Englischen, so Fake News gibt es Misinformation und Desinformation, das noch ein bisschen auseinanderklamüsert, also Desinformation eher im Sinne von bewusst etwas Falsches erzählen, weil ich weiß, dass es falsch ist, aber ich verbreite es trotzdem, um Chaos zu stiften, für Unruhe zu sorgen, Geld zu verdienen. Und Misinformation, der Sinn eher, dass ich denke, dass es die Wahrheit ist, dass zum Beispiel, was hatten wir heute, die Masernimpfung zum Beispiel tödlich ist, schlecht ist, dass man Autismus davon bekommt, dass ich das mal gehört habe, das mal gelesen habe und das halt als meine Wahrheit, die ich selber so denke, kann mir erstmal keiner wegnehmen, nach außen transportiere. Und dann muss man das natürlich wieder einfangen, weil so meine eigene Wahrheit kann ich für mich natürlich immer selber zusammenbauen und das kann auch erstmal philosophisch gesehen wenig falsch noch richtig sein. Ich muss es dann meiner Meinung nach immer in so einen wissenschaftlichen Kontext setzen, soweit es möglich ist. Und besonders im Fall von Impfungen, von Klimakrise und sonst irgendwas, ist es immer ganz gut, dann halt so einen Überbau zu haben, wo ich meine Meinung, meine Wahrheit immer wieder auf die Probe stellen kann. Indem ich gucken kann, kollidiert meine Meinung und meine Wahrheit, die ich habe, mit verschiedenen physikalischen Gesetzen zum Beispiel. Und wenn das der Fall ist, okay, dann muss ich vielleicht meine Meinung, meine Wahrheit revidieren und muss das anpassen. Super schwieriges Thema natürlich, weil das besonders bei Verschwörungsleugnern und Verschwörungserzählern eben nicht passiert, dass dieser Wandel eben nicht stattfindet. Dass halt gesagt wird, ja, die sind sehr kritisch, die haben ihre Wahrheit, aber die nicht wirklich auf die Probe stellen. Also es wird nicht falsifiziert, sondern immer nur danach geguckt, einfach, ja, das bestätigt meine Meinung, das bestätigt meine Meinung, das bestätigt meine Meinung. Genau, das müsste man, glaube ich, auch für die Schulen halt und für die SchülerInnen genauso ausklamüsern, wie kompliziert das ist. Das ist natürlich dann auch in der 8. oder 9. Klasse manchmal auch schon zu viel. Da muss man gucken, wie man da niedrigschwellig ansetzen kann. Aber auf jeden Fall ein guter Punkt, da halt schon in diesen Bereich halt einzusteigen, damit die so ein Grundgefühl dafür bekommen. Also ich würde in der 8. und 9. Klasse auch nicht mit Augustinus kommen oder Kant, also die sich ja sehr stark damit... Bitte? Okay. Ja, also das wäre aber hilfreich, ne? Aber okay, nee, also ne, bei Augustinus finden wir ja die Beschreibung, also in dieser völligen Abkehr, dass man überhaupt lügen darf. Also egal, wofür die Lüge verwendet wird. Also allerdings in Bezug zum Göttlichen, und das ist ja bei Kant dann in Bezug auf die Vernunft. Ne? So, also dieses gänzlich Ablehnen von Lügen, glaube ich, geht nicht, weil da gibt es gute Untersuchungen für. Also es gibt, glaube ich, bessere Untersuchungen, wie kommt man zu Lügen, als was ist die Wahrheit, weil das ist sehr, sehr schwer zu bestimmen. Ich habe bei Ludwig Wittgenstein gelesen, das ist total witzig, der sagt, das Lügen ist ein Sprachspiel, das gelernt werden muss, wie alle anderen auch. Und das ist etwas, das lerne ich als Kind, aber ich kann ja dann auch lernen, woran erkenne ich Lügen oder Fake News. Und was mir jetzt deutlich wurde, ist das, was Sie beide ganz stark betonen, es braucht
eine Grundkompetenz, Sie haben das auch so schön beschrieben in dem Buch, wie war das, die Jugendlichen sind total Natives, Anwender von allen möglichen, ob das iPhone ist und so weiter und so fort, ohne jedoch zu wissen, was sie da tun. Das haben Sie jetzt eben auch nochmal wiederholt. Ne? Also die begeben sich in eine Welt, die sie zwar nutzen, aber eigentlich nicht ganz verstehen, sich auch in Gefahr bringen können, beziehungsweise auf eine Gedankenwelt stoßen können, die für sie bestimmend sein könnte. Also ich glaube, der erste Punkt, der ist der Medienkompetenz, ist weiter gefasst als nur, ich kann damit umgehen, sondern ich kann mich auch damit an, ja, recherchieren, ich kann mich aber auch vernünftig schützen. Genau, diese Medienkompetenz gilt aber für Lehrkräfte und Erwachsene natürlich genauso, das sagt er. Ne? Wenn jetzt mein Team lacht, dann schmeiße ich sie raus. Nein, klar ist es selbst da auch so, natürlich hat man auch Schülerinnen und Schüler, da kann man noch so medienkompetent sein, man ist immer noch die Lehrperson, das ist völlig klar. Mhm. Also das ist natürlich bei manchen Schülerinnen und Schülern im Alter auch gerade nicht cool, wenn der Lehrer jetzt mit irgendeinem TikTok um die Ecke kommt, weil das gehört nicht in ihre Peer Group, das ist völlig klar. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hilft es zumindest, wenn man Schülerinnen und Schülern erklärt und auch gemeinsam entdeckt oder forscht, wie sowas eigentlich funktioniert, dass man da als Anwender oder als Anwenderin natürlich ein bisschen Ahnung von hat. Das auch davon natürlich, für manche ist es aufwendiger, für manche ist es weniger aufwendiger, auch das ist wieder eine Zeitfrage, dass man jetzt als Lehrkraft sowieso nicht in WhatsApp-Gruppen der Schülerinnen und Schüler sein möchte und eigentlich auch nicht sein darf, je nachdem, wie es geregelt ist, ist auch vorausgesetzt, weil die auch ihren eigenen Schutzraum brauchen, auch vor der Lehrkraft. Wir sind ja, ne, Lehrkräfte sind ja eher die, die was von Schülerinnen und Schülern wollen und nicht umgekehrt. Genau, aber klar, also da muss man sozusagen beide oder alle Erwachsenen müssen genauso lernen, damit umzugehen wie Schülerinnen und Schüler auch. Und gerade auch was Fake News oder auch Verschwörungsglauben angeht, er ist immer noch weiter verbreitet bei Erwachsenen, aber das hat auch sozialisationsbedingt natürlich etwas damit zu tun, weil gerade Schülerinnen und Schüler sich in dem Alter entwickeln, je nach Elternhaus, je nach Peergroup, was da vorhanden ist, an Gedankengut auch. Wir reden hier nicht nur von spinnerigen Erzählungen, wir reden auch von Ideologien, von Einstellungen. Und da ist natürlich einerseits die wichtige Frage, was vertreten die Eltern, was vertreten die Freunde, was vertritt auch die Lehrkraft. Und das spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Und dann sind es natürlich einzelne Erzählungen, aber nicht alles äußert sich ja auch, sag ich mal, plakativ. Klar, man sieht dann auf Corona-Protesten entsprechende Plakate, Impfen tötet, schützt eure Kinder und so weiter. Das ist aber auch schon eine krassere Form. Oder wenn mir jemand was von satanistischen Bräuchen von QAnon erzählt, dann ist er mehr als einmal falsch abgebogen. Aber ich sage mal so einen Satz wie, ich hatte das im Geografieunterricht, das ist auch eins meiner Fächer, da sagt ein Schüler, ja, aber Merkel hat die Grenzen doch aufgemacht. Das war 2000, also als die Flüchtlingskrise oder als die Migrationsströme waren, auch das sind eigentlich schon blöde Begriffe, weil das erzeugt ja auch schon so ein Bild. Weil die so oft verwendet werden. Genau. Diese Flüchtlingswelle ist ja eigentlich ein furchtbarer Begriff. Natürlich. Ja, aber sagen wir mal, die Migration 2015. Genau, also als wir das Thema hatten, da habe ich tatsächlich selber Willkommensklassen unterrichtet, also geflüchtete Menschen, und habe da eben dann meine Erfahrung gemacht, auch das zum Thema Wahrheit, und das stimmt mir auf meinem Bild überhaupt nicht mit dem ein, was manche Medienhäuser berichtet haben, also als da von ganz anderen Dingen gesprochen wurde. Mhm. Aber das ist wieder, auch da steckt ja im Kern eigentlich was anderes drin, und auch dem Schüler habe ich damals dann gesagt, so, ja, was für Grenzen hat sie denn aufgemacht? Schengen-Raum, so, wir hatten keine Grenzen. Wir haben eine EU-Außengrenze, und da gibt es auch Institutionen, die das verteidigen, sag ich mal. Aber auch das ist wieder, das sind, sag ich mal, sind alles verschiedene Gedankengüter, verschiedene Ideologien, die dahinter stecken, die sich dann natürlich in irgendeiner Form äußern. Und das ist sozusagen der Kern des Ganzen, an diese Ideologien heranzutreten und da aufzupassen, dass sowas nicht in Form von Verschwörungserzählungen oder von Fake News weiter in die Gesellschaft sickert oder und damit eben auch das gesellschaftliche Klima und auch das Diskursklima immer wieder vergiftet. Sie haben gerade angesprochen, dass es die Erwachsenen oder die ältere Generation deutlich eher zu den Verschwörungserzählungen neigen. Wir hatten vorhin festgehalten, das, was in der Gesellschaft ist, findet sich auch im Schulhaus. Wie gehen denn Schüler um, wenn sie Lehrenden begegnen, die solche Verschwörungserzählungen auch vor sich hertragen?
sei es über den russischen Angriffskrieg, sei es zu Corona. Was kann ich da, haben Sie das erlebt schon mal irgendwie? Nur im ganz kleinen Maßstab war ich in einem Workshop, wo dann die Lehrkraft, die Corona-Maßnahmen abgelehnt hatte, sich nicht impfen wollte und das auch recht harsch mir gegenüber erzählt hatte, wo ich meinte, ich bin nicht dafür schuld, sorry, kann nichts dafür, aber sie wollte sich da auf jeden Fall sehr stark mitteilen. Ich glaube, das ist ziemlich individuell und kommt sehr auf die Lehrkraft drauf an, was für ein Standing hat die Lehrkraft denn bei den SchülerInnen und ja, wie ist das Verhältnis denn zueinander? Mhm. Und ist es eine Minderheitsmeinung oder ist es schon im ganzen Kollegium eher so ein großes Thema? Wird es über mehrere Klassen, über mehrere Schulstunden verbreitet oder ist es halt dann bloß so eine Ausnahme sozusagen? Und ich glaube, bei so einer Ausnahme ist es noch relativ ungefährlich, wenn man dann merkt, okay, das ist so ein Gesamtbild, was ich dann mache, dann glaube ich, hat das schon einen deutlich größeren Einfluss auf die Schüler und Schülerinnen, weil sie es dann meistens, ich war letztens an der Schule, wo das dann so ein bisschen so gewirkt hat, dass die Schüler halt schon ein sehr, ja, zum großen Teil ein sehr rechtes Gedankengut schon propagiert haben, mich immer wieder im Workshop damit konfrontiert war, auch gegen LGBTQ-Rechte und sowas gehetzt und von 14-, 15-Jährigen, die das meiste noch gar nicht verstehen davon, aber dann halt ganz klar relativ schnell herauskommt, das kommt von den Eltern, ein großer Teil, aber man dann auch mitbekommt, dass das von den Lehrkräften so ein bisschen auch mit in diesem ganzen Dunstkreis halt mit drin steckt. Und das ist natürlich super problematisch, dann braucht man bei den Kindern gar nicht anfangen. Dann kann man die auch noch so sehr schützen davor, aber wenn man halt so zwei große Punkte hat, so zwei große Autoritäten, Eltern und Lehrkräfte, so die dieses Gedankengut haben, ja, dann muss man halt erst an den Lehrkräften und bei den Eltern anfangen, wenn da überhaupt noch möglich ist, da irgendwie ranzukommen. Mhm. Herr Porsche, wie kommen Sie denn an die Eltern ran? Also ich meine, wir können Sie ja einladen zum Elternabend, Herrn Porsche einladen, dann wird aber wahrscheinlich der Teil, der sagt, das könnte spannend sein, da gehe ich mal hin, kommen und der Teil, der sagt, ach, nee, ja, der wird nicht kommen. Wie machen Sie es oder wie kann man es machen? Tja, das ist eine gute Frage. Wenn ich darauf eine sehr gute Antwort hätte, wären meine Fake-News-Webinare nicht so leer. Also meine letzten Fake-News-Webinare waren vielleicht so zwischen 3 und 7 Leuten, die alle halt so meiner Meinung waren. Und ich so, gut, okay, ist einfach. Einfach verdientes Geld, aber eigentlich will man ja ein bisschen was weitergeben, so ein bisschen vielleicht auch auf eine kleine Kontroverse stoßen, um irgendwas aufzubrechen. Aber die Leute melden sich nicht. Und wir merken das nicht nur bei dem Thema, sondern auch bei ganz vielen anderen Themen im Bereich also digitales Lernen und dieses digitale Umfeld, wo das halt einfach mit dazugehört. Viele Eltern haben aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Wir haben dann Klassen, wo es Fälle von Cybermobbing gibt, von Cybergrooming, wo unerlaubte Bilder und Videos verschickt wurden, Nacktbilder verschickt wurden, Verschwörungserzählungen geteilt wurden, pornografische, gewaltverherrlichende Inhalte, machen danach einen Elternabend und da sind 2 Eltern da, von den Kindern, die nichts gemacht haben. So, und denkst du, ja, gut, dann, naja, halt nicht. So, und dann kann man eigentlich immer nur wieder appellieren, immer wieder versuchen, immer wieder neu appellieren, wie wichtig das ist, die auch vielleicht von der Schule halt dann einfach, da sind wir natürlich dann auch als Verein ein bisschen die Hände gebunden, auch mit den Schulen halt stärker zusammenarbeiten und die mehr in die Pflicht nehmen dafür, dass es einfach dazu gehört, sich damit zu beschäftigen, weil sonst ist einfach ein großer Teil der Erziehung, der wegfällt und davor können sich die Eltern halt leider nicht wegducken und das muss denen viel stärker nochmal ins Bewusstsein gerufen werden. Ich würde gerne auch nochmal, hervorragend, wir haben eine Meldung, gehen Sie gerne dazu, vielleicht haben wir auch noch Praktikerinnen und Praktiker mit im Raum, vielleicht kommt das jetzt, aber mich würde es brennend interessieren, wie Sie gegebenenfalls auch schon im praktischen Alltag mit Eltern umgegangen sind, in so einem Fall, wie es jetzt auch Herr Porsche geäußert hatte, irgendwie ja, Beleidigung in WhatsApp-Nachrichten und so weiter, vielleicht können wir das irgendwie nochmal mitnehmen, aber bitteschön. Ja. Ich würde gerne Herrn Porsche fragen, wie gut Sie ausgebucht sind für Schulen.
denn eigentlich dieses Grundgerüst bekommen oder das, den Werkzeugkasten sozusagen und möglichst früh, also da sind wir ja eigentlich, ich möchte fast sagen, ohne Diskussion dabei, dass man mehr mit den Schulen zusammenarbeiten muss. Ich bin jetzt nur Mutter, aber immerhin im Elternrat, und also Elternvertreterin, und ich habe jetzt gedacht, nee, also drittes und letztes Kind, ich habe lang genug drüber nachgedacht. Ich finde, dass Schulen sich dazu bekennen müssen, dass sie wenigstens anfangen mit einem Bildungsmodul, ich spreche jetzt von der höheren Schule, Gymnasium, auf jeder Jahrgangsstufe, also für alle Jahrgangsstufen, einmal im Jahr so ein Workshop oder ein Referent, ein Projekt, Vormittag. Wie gut sind Sie denn nachgefragt? Weil ich habe eigentlich auch schon andersrum wieder Bedenken, dass es genug Leute gibt wie Sie, die das abdecken könnten. Also Bildung, ja, Medienkompetenz. Mhm. In Sachsen, also wir sind gut tatsächlich, also werden gut gebucht, da können wir uns tatsächlich nicht beschweren. Und auch durch den Wegfall der SRLK damals ist da noch viel dazugekommen. Aber es gibt tatsächlich relativ wenig, also ich finde zu wenig im Bereich Medienkompetenz, grundlegende Medienkompetenz. Ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das hat man dann halt im Bereich Dresden, in Leipzig ein bisschen so, Städte werden so abgedeckt, aber sobald man weiter rausfährt, nada. Und der Schule, an der ich letztens war, von der ich vorhin erzählt habe, da hatte ich dann die Schulsozialarbeiterin gefragt, was denn noch so für Organisationen vorbeikommen. Ja, die Polizei. Gut. Die macht dann Abschreckungskurse und dann denken die Kinder, ja, gar keinen Bock. Okay, gut, ist nicht so viel getan. Also finde ich, ist da auf jeden Fall super viel Potenzial da. Und ich bin natürlich komplett uneigennützig auch der Meinung, dass es viel mehr solche Workshops geben sollte an Schulen. Aber das ist natürlich, wir hatten das ganz am Anfang besprochen, ein Tag mal da sein, rettet man nicht die Welt. Die Kinder denken jetzt nicht, weil ich einmal denen was über Fake News erzählt habe und was eine Ente ist und was ein Kommentar ist, denken die nicht, ah ja, mein ganzes Leben überdacht. Sondern das muss nachhaltig sein. Also ich muss irgendwie versuchen, nochmal an die Klasse reinzukommen. Vielleicht sei es eine ganze Woche oder einfach einmal im Jahr mit der Klasse zusammenarbeiten zu unterschiedlichen Themen. Wenn wir sagen, wir fangen in der dritten Klasse an, sehen wir uns in der Oberschule und im Gymnasium wieder, machen dann dort weiter, um halt die zu begleiten. Und das kannst du nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man die Kinder halt schon kennt, ist es viel besser, mit denen zusammenzuarbeiten. Dann ist halt der erste Workshop, ist, kann man teilweise denken, okay, gut, dass ich das heute überlebt habe. Der nächste Workshop ist dann aber schon, hey, Peter, wir kennen uns schon, na, war gut das letzte Mal. Und dann kann man direkt wieder besser darauf eingehen. Also ja, auf jeden Fall ist das mehr gefragt. Und ich finde, besonders in Sachsen ist das ein großes Thema, was sträflich vernachlässigt wird. Da haben wir halt so ein bisschen Bereich Demokratieförderung und ihr habt ja auch so einen Goodbye Hate Speech, wo ihr so ein bisschen das Thema auch mit anreißt, aber es könnte noch viel mehr geben und halt nicht nur in Dresden, sondern auch im ländlichen Bereich, ganz, ganz wichtiges Thema. Und nicht nur Gymnasium, sondern auch die Oberschulen, das ist ein super, super wichtiges Thema, die fallen leider immer wieder unten durch und auch wenn dann man in den Klassen, so man die Lehrer sagen schon, ja, ja, das sind die Hauptschüler, da müssen sie nichts weiter erklären. Ich denke mir so, come on, wegen denen bin ich doch hier. Ne? Ich kann doch nicht nur die Gymnasiasten irgendwas erklären, die da vielleicht das besser reflektieren können oder sonst irgendwo, aber ich muss doch auch an Oberschülern und Hauptschüler und auch Förderschüler rangehen und denen auch diese Möglichkeit geben, sich da weiterzubilden. Die bewegen sich doch auch in diesen digitalen Welten. Das ist doch verrückt. Ganz genau. Also ich stimme ihm da völlig zu, dass Sachsen da wirklich hinterherhinkt. Also wir haben jetzt eine Lehramtsprüfungsordnungsänderung, also für alle Lehrämter aller Schularten. Und da sind neue Module mit ergänzt worden. Und ein Modul von, also eines ist politische Bildung, Inklusion und das dritte ist Digitalisierung. Damit startet dann die Ausbildung von Lehrenden für alle Schularten, übrigens ja auch für Oberschulen, ab 2023. Also dann ist noch nicht viel passiert, aber es ist wenigstens schon mal im Blick. Ja? Und das ist weiter als Brandenburg. Ich bin ja eigentlich im Brandenburger Raum unterwegs und mein eigentlicher Doktorvater, oder beziehungsweise mit meinem Co-Autor, Herr Schubert,
der kämpft da seit 35 Jahren für oder hat dafür gekämpft, okay. Und das ist dringend notwendig, weil ich habe da jetzt auch zu dem Bereich, hätte ich da jetzt Seminare zu geben können, aber das ist optional und das sollte nicht nur zu dem Bereich allgemein, die Fächer, die angesprochen wurden, das sollte dringend sowohl in der Lehramtsausbildung verpflichtend sein für alle Fächer. Und man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, vielleicht brauchen wir auch einfach ein komplett neues Schulfach genau dafür. Und das könnten dann, also klar muss das durch externe Unterstützung entwickelt werden, definitiv, aber dass es fest in den Schulen verankert wird und nicht als On-Top-Arbeit noch von den Lehrkräften erwartet wird, die sowieso ja eigentlich ihren Stoff durchkriegen müssen. Also. Vielen Dank. Mir brennt schon die nächste Frage auf den Nägeln, aber wir haben jetzt einen... Du siehst, ich muss immer dahin reden. Das ist kein Problem, wir teilen uns quasi die Sichtachsen auf, also bitte. Na, ich würde nur anknüpfen wollen, Sie haben das richtige Stichwort gesagt, neues Fach. Also ich bin gar kein Lehrer, ich bin hier komplett als Amateur. So. Aber ab und zu habe ich dann doch mit Kids in der Schule zu tun. Und ich dachte mir, also was ich bemängelt habe in meiner Schulzeit ist, dass die moderne Welt ein paar Jahre braucht, immer bis sie in der Schule ankommt. Und ich dachte mir so, also ich denke mir gerade so, warum schafft man zum Beispiel nicht so eine Social Media AG? Also die Kinder, die jetzt in der Schule sind, die werden wahrscheinlich zu einem gewissen Teil Berufe haben in den Social Medias, auf YouTube, auf Instagram und so. Ganze Karrieren bauen sich darauf. Es ist gleichsam eine kreative Arbeit und auch eine Aufklärungsarbeit. Arbeit, man kann ja dann auch gleichzeitig ein sauberes Umgang mit den Social Media dann lernen, wenn man sich einmal in der Woche in so einer AG treffen würde. Ich würde gerne Ihre Meinung dazu wissen. Finde ich an sich eine gute Idee, aber AG ist wieder der Punkt, das ist eher optional. Und also es ist ein guter Ansatz, auf jeden Fall das schmackhaft zu machen, aber das, auch da hat man wahrscheinlich das Problem, sag ich mal, dass man wieder die Schüler da hat, die entweder schon viel darüber wissen. Und ich sage mal, so eine gewisse Verpflichtung, da geht ja auch eine Verantwortung mit einher. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema auch für Lehrkräfte. Die sind für sehr, sehr viel verantwortlich. Und um da zum Beispiel auch wieder in ein komplettes Fach ein bisschen Verantwortung, um jetzt mal die Zeit zu haben, etwas, was gerade aufkommt, nachzugoogeln, zu recherchieren oder einen Faktencheck zu machen, dass man da einen Raum hat und sei es, was weiß ich, eine oder eine Doppelstunde die Woche. Gut, da gibt es dann Diskussionen, welches Fach dafür dann gekürzt wird und so weiter. Ich habe die Diskussion schon im Kopf, gerade in der Schulleitung. Aber ich glaube, Stichwort Schulleitung ist auch so ein Punkt, wenn man eine Schule hat oder Schulen hat, die sozusagen, auch das ist ja ein hierarchisches Gebilde, die dafür ist und die sowas einführen würde, mal testeshalber und dann vielleicht feststellt, okay, das funktioniert gut, das wird gut nachgefragt, beziehungsweise es ist sinnvoll, das zu machen, das hat vielleicht auch einen messbaren Effekt, dann wäre das sicherlich sinnvoll, darüber nachzudenken. Genau. Da kann ich gleich einhaken. An sowas versuchen wir ganz gerne mit Schulen, mit denen wir schon länger gearbeitet haben, so ein bisschen zu versuchen, diese Arbeit auch zu intensivieren, weil na, dieses einmal da bringt nicht so viel. Bei uns heißt das Medienscouts, wo die Schüler und Schülerinnen selbst halt ein bisschen was lernen und dann irgendwann befähigt werden, den anderen was beizubringen, damit die uns dann irgendwann gar nicht mehr brauchen, so großartig. Und ich sag mal so, läuft eher schleppend. Ist halt so, die Bereitschaft, das zu machen, also von den Schulen auch, Kostenfrage ist immer ein ganz großer Punkt. Und da scheitert es dann meistens halt schon, bis man sich da geeinigt hat. Aber ja, also ist auf jeden Fall ein Thema, aber es ist halt immer nur so diese Freiwilligkeit, so dieses Bonushäppchen obendrauf. Da bin ich auch der Meinung, lieber dann so ein feststehendes Fach wäre, glaube ich, in dem Bereich deutlich sinnvoller, langfristig. Ja, oder auch einfach mal drüber nachzudenken, wo ich auch Themen verankern kann. Vorhin hat man mal so ganz kurz, ich glaube, das war von Ihnen, Herr Pursche, dieses von Masernimpfung stirbt man oder sowas. Waren das genau, ja. Masern, ne? So. Autismus, ja. Und ich höre das so häufig, also dieses, und dann denke ich immer, man kann das aber, also jetzt nicht in die, ich würde jetzt mal in die Vergangenheit gehen und zwar in Deutsch. Es gibt ein fantastisches Buch, nicht zu Masern, aber zu Kinderlähmung, von Philip Ruff aus den Amerika, Nemesis. Und da beschreibt er in den 1930er Jahren
wie Kinder an Kinderlähmung erkranken und was das für sie mit sich bringt, also in dieser eisernen Lunge zu sein. Viele überleben es gar nicht. Und es baut sich da auch eine Verschwörungstheorie, eine Verschwörungserzählung auf, weil die ersten Kinder, die Kinderlähmung bekommen, waren alle in einem Ferienlager einer jüdischen Gemeinde. Also ich brauche jetzt die Verschwörungserzählung, glaube ich, nicht weitererzählen. Also wo ich manchmal denke, also Bildung hilft vielleicht, indem man sich zum Beispiel auch nicht nur über ich prüfe ab, sondern ich eigne mir ein breites Wissen an, um einfach auch reflektierter sein zu können. Und das traue ich übrigens nicht nur Gymnasiasten zu, sondern auch Oberschülern und auch allen irgendwo, das ein Stück weit dann auch relativieren zu können. Also das ging mir vorhin so durch den Kopf, weil das mit den Masern, da denke ich immer, mein Gott, dann liest Philip Ruff dann mit den Kindern. Und das ist so spannend geschrieben, dass man wirklich, also das kann man sogar mit einer Drittklässlerin lesen, weil das wirklich super geschrieben ist und es wunderbar beschreibt. Jetzt ändern wir die Schule, aber jetzt müssen wir mal gucken, wie so schnell geht das nicht, haben wir ja gerade festgestellt. Was würden Sie denn, wie sollte Schule, Kinder und Jugendliche rüsten? Bevor aber eine Antwort kommt, würde ich, glaube ich, noch... Ach, Frau Heinig. Genau. Ganz kurz noch mitnehmen, die Frage, die parken wir und nehmen noch die Frage mit dazu. Bitte schön. Ich will gar nicht unbedingt vordrängeln, aber nutze jetzt dennoch die Chance. Es ist gerade viel über Medienbildung gesprochen worden, was ich natürlich total sehe bei dem Thema, dass es ganz viel mit Medienkompetenz zu tun hat. Aber ich frage mich dennoch, und da knüpfe ich ein bisschen an die erste Fragestellerin an, die das eher so im Bereich Philosophiefragen verortet hat. Ich würde es auch nochmal im Themenbereich letzten Endes Demokratiepädagogik verorten und wollte das mal so als Frage an Sie beide auf dem Podium auch stellen. Inwieweit ist denn das Thema doch auch ein Thema einer politischen und demokratischen Bildung? Weil meine Erfahrung ist in diesem Themengebiet auch oft, dass ja relativ schnell zum Beispiel so ein Argument kommt, wie ja, bestimmte Dinge darf man halt nicht sagen, bestimmte Sachen darf man, und da sehe ich ja auch einen ganz großen Bedarf an sozusagen lernen, was ist so eine Art demokratische Diskussionskompetenz, wie verständigen wir uns über gewisse grundlegende Fragen, wo können wir streiten, Meinung austauschen, was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Fakt, zwischen einem gesicherten Fakt, einem wahrscheinlich gesagt, also ne, wo ist die, was ist eine Meinung, wie grenzt die sich vielleicht davon ab? Also ich einfach als Frage an die Runde, ist es nicht auch ein ganz starkes Ding der Demokratiepädagogik? Ja, auf jeden Fall. Was ich vorhin auch schon angesprochen habe mit Ideologien, die natürlich in solchen Aussagen in der Regel stecken, nicht nur bei Verschwörungserzählungen, auch bei Fake News. Das, was Donald Trump war, von als Beispiel gesagt, auf jeden Fall auch gemacht hat, durch die Äußerungen, die er macht, mit populistischer Sprache, um zu provozieren, um einen Diskurs zu verzerren letztendlich. Und diese Darstellung fand ich auch so wunderbar im Museum, wo das, was passiert, wenn Donald Trump twittert, das gilt ja auch für andere Personen. Was mich erstaunt ist, wie lange es gedauert hat, bis der Kanal endlich gesperrt war. Genau, das ist, er hält den Diskurs am Laufen und er macht auch mit sowas Schlagzeilen. Das zeigt eigentlich auch, dass wir natürlich ein sehr viel schnelleres, dynamischeres Medienökosystem haben, was mit tausenden Sachen interagiert, was auch sehr, sehr unübersichtlich sein kann, auch für JournalistInnen, die auch nicht immer viel Zeit haben, alles zu recherchieren. Das ist das eine, plus eben das, den Content, den jeder und jede auf dem Handy oder auf dem Smartphone absondern kann. Und auch zum Beispiel etwas, was die eine oder andere Partei gerne macht. Ich sage das jetzt bewusst nicht, weil ich denke, Sie wissen, wer gemeint ist. Einfach auch mit Narrativen oder auf Narrative aufzuspringen. Einfach egal, was es ist, dagegen anzuargumentieren. Egal, ob es jetzt die Behauptung ist, dass Windräder den Jetstream verändern würden oder sonstige Dinge. Und das ist ja auch etwas quasi sprachlich mit populistischer Sprache als, sag ich mal, reines Sprachinstrument gedacht, Ideologien gesellschaftsfähig zu machen und den Diskurs zu befeuern. Und das wird unendlich viel geklickt. Und soziale Medien, so wie sie funktionieren, zeigen nur mal das, was öfter geklickt wird, zuerst und oder sehr, sehr viel öfter. Und das alles zu behalten, das ist sehr komplex, aber sozusagen auch diese Komplexität auszuhalten, dass eben auch sowas
im Diskurs rumschwirrt und je öfter es natürlich reproduziert wird, auch die Oberhand gewinnen kann. Und dann natürlich, also mir ging es vorhin so, als ich durch die Ausstellung gegangen bin, dachte ich hinterher so, okay, was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit? Mhm. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Je mehr man natürlich in seiner Filterblase, in seiner Echokammer mit diesen Inhalten zu tun hat, desto mehr wird das zur Wahrheit. Ob das jetzt bewusst wahrgenommen wird oder ob das nur die gefühlte Wahrheit ist, der Endeffekt ist, ich sehe davon jetzt ganz viel und gerade was nun Verschwörungsgläubige machen, die sich auch selber in der Regel nicht so benennen oder so identifizieren würden, es ist für sie die Wahrheit und das macht auch dieses Argumentieren dagegen so schwer, weil das Werteempfinden, das Wertekonstrukt und die Argumentationsgrundlage ist eine komplett andere. Und das ist in diesem Diskurs vorhanden beziehungsweise nicht vorhanden, beziehungsweise da muss man aufpassen zu sagen, was davon jetzt eigentlich wie dominiert. Da spielt natürlich die Medienberichterstattung eine Rolle. Jetzt durch die Corona-Pandemie sind die Medien von ihrer Verlässlichkeit oder von der Berichterstattung bei den meisten Menschen beliebter geworden. Aber wenn man sich zum Beispiel jetzt die Ukraine-Berichterstattung anschaut und das auch schon vor dem russischen Angriffskrieg, da gibt es, da muss man sozusagen auch da immer zwischen den Zeilen lesen können. Auch Medienhäuser sind ja private Unternehmen. Es ist eben nicht ein öffentlich-rechtlicher Sender, der darüber berichtet, wobei auch die natürlich Fehler machen. Aber sozusagen auszuhalten, dass nicht alles immer die Wahrheit spricht oder nicht alles nur Fakten liefert. Klimawandeldebatte ist so ein Phänomen. Natürlich gibt es ein paar Studien, die auch behaupten, dass es nicht nur menschengemacht ist. Und ja, da gibt es auch natürliche Einflussfaktoren. Aber was ist sozusagen die, ich sage mal, herrschende Meinung der Wissenschaft ist, es ist grundsätzlich menschengemacht und der Mensch macht es auch weiter. Und das sozusagen anzuerkennen und auch darauf zu vertrauen. Vertrauen ist ein Riesending. Wenn ich als Verschwörungsgläubige jetzt sage, ich vertraue aber nur Telegram oder TikTok oder sonst wem, dann ist das eine ganz andere Grundlage, als wenn ich sage, okay, ich gucke aber lieber Dreisat, ARD, ZDF, wo jetzt ein Verschwörungsgläubiger zum Beispiel sagen würde, das sind ja eher alles Mainstream-Medien. Aber da muss ich dann doch nochmal einhaken, weil ich habe hier so einen schönen Satz. Ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Den habe ich mir deswegen aufgeschrieben, weil ich den in meinen Moderationen sehr häufig gehört habe. Wie antworten Sie denn darauf? Oder wie würden Sie denn im schulischen Kontext, wenn dann, auch das hatte ich schon erlebt in Schulklassen, da ist ein Fakt dargestellt worden und dann kam der Satz, ich glaube Ihnen nicht. Punkt. Wie geht man damit um? Da müsste man einen Exkurs in die Statistik machen. Nee, ich glaube, vorhin in der Ausstellung war ein so ein Satz, wo dann stand so, ja, jetzt liegen mehr Geimpfte auf der Corona-Station als Ungeimpfte. Mhm. Und die Aussage an sich war zwar richtig, weil natürlich mehr Menschen geimpft sind als nicht geimpft sind. Das heißt, klar, auch eine Impfung kann vor schweren Verläufen nicht schützen. Das heißt, das Verhältnis, was sich in der Gesellschaft darstellt, zeigt sich natürlich auch auf einer Corona-Intensivstation zum Beispiel. Das heißt aber nicht, dass damit dann automatisch die Angst vor Impfungen befeuert werden sollte. Mhm. So, das ist sozusagen der Headliner des Ganzen ist, er löst bei den meisten was anderes aus, weil natürlich da die Statistik sagt, ja, stimmt faktisch, also ist richtig, aber man muss es eben im Verhältnis betrachten. Ja, und das findet wenig statt. Ich glaube, da fehlt eine Übersetzungsleistung. Ja, genau. Und das ist eigentlich das, was also ich persönlich von JournalistInnen erwarte durchaus und was man, glaube ich, auch erwarten kann. Und das immer zu leisten, ist natürlich nicht immer ganz einfach unter den gegebenen Bedingungen, die da vorherrschen, aber man muss sich diese Arbeit selber machen und vor allem auch Schülerinnen und Schülern beibringen. Um auch nochmal diesen Demokratiegedanken aufzugreifen, warum halt auch da in dem Bereich Demokratieförderung so wichtig ist, finde ich, merkt man relativ schnell an Verschwörungserzählungen und Fake News, weil da ja oftmals eine sehr breite Narrative dahinter steckt und nicht einfach nur Peter Müller aus Gumbachhausen da irgendwie eine Fake News raushaut, sondern da ja ganze Netzwerke und Strukturen dahinter stecken. Also besonders auch sehr rechtsradikale Netzwerke, die immer wieder neue Fake News, neue Verschwörungserzählungen raushauen und damit die Demokratie auch zersetzen und untergraben wollen. Deswegen finde ich es auch für die Workshops bei den Schülern so wichtig, denen beizubringen, wie so gewisse Argumente, also wie Demokratie an sich so ein bisschen funktioniert und wie gewisse Argumentationsmuster und Strukturen aussehen, auch wenn man miteinander argumentiert, damit die zumindest schon mal gehört haben, es gibt 99% aller Klimawissenschaftler sind sich einig,
Klimakrise haben wir einen großen Anteil dran, ja, sieht so aus. Was, damit die schon mal was von Force Balance gehört haben, damit die schon mal was von einem Ad hominem gehört haben, dass sie schon mal was von falschen Experten oder Cherrypicking gehört haben. Das ist super wichtig, dass sie diese ganzen Mechanismen halt kennengelernt haben, um diese Narrative, um diese Netzwerke durchschauen zu können und immer wieder halt erneut hinterfragen können, ah, okay, habe ich schon mal gehört, ist der gleiche Anwendungsmuster, was ich hier sehe, hier sehe, hier sehe, scheint also nicht richtig zu sein. Und da kann man halt super viel Resilienz auch für Demokratieförderung halt schaffen. Ja. Oder auch sowas, was gerne gemacht wird, halt diese Opferhaltung, das darf man nicht mehr sagen oder sowas. Das darf man nicht mehr sagen, ist auch so ein Klassiker inzwischen. Genau. Ja, nach dem Motto, andere würden einem jetzt den Mund verbieten, obwohl das doch nur eine Meinung ist. Und ich sag mal, die Meinung hört da auf, wo das gesetzlich Strafrelevante anfängt. Also das hat man gerade bei rassistischen Äußerungen, bei sexistischen Äußerungen, bei jeglicher Form von Hassrede. Und das auch klar zu benennen und das sozusagen nicht alles, auch, also das auch durchaus ernst zu nehmen und nicht zu verharmlosen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn das geschieht leider sehr oft, auch gerade mit Verschwörungslobbyen. Ja, der faselt ja da irgendeinen Mist. Wenn man mal genauer hinhört, dann ist der meiste Mist davon zutiefst antisemitisch, rechtsextrem oder zumindest antidemokratisch. Und rechts und links kommt man auch nicht immer klar, weil ich sage mal, ob ich jetzt Putin befürworte und damit vielleicht ein Vorzeigelinker bin, ich möchte sie nicht in einen Topf werfen, aber es ist nur als Beispiel genannt. Dann ist das genauso antidemokratisch, wie wenn ich mir den Führer wieder zurückwünsche. Also, und da sozusagen zu unterscheiden, was ist demokratisch, was ist antidemokratisch und auch die Zwischentöne rauszuhören, ab wann wird es sozusagen auch gefährlich. Denn immer wenn solche Äußerungen kommen, ist es nicht weit, bis es dann im schlimmsten Fall zu Gewalt kommt. Wir hatten genug Attentäter, die durchgedreht sind und das passiert ja auch nicht zufällig. Also beziehungsweise es passiert zufällig nach dem, ich sage mal, stochastischen Terrorismus, also eine Person, die ganz, ganz viel Content bekommt, die dann irgendwann diesen Inhalt bekommt und dann zur Waffe greift. Das ist jetzt der Extremfall, aber das kann eben passieren. Und da auch sich selbst immer wieder zu reflektieren, wie stehe ich zu bestimmten Aussagen? Was halte ich, sage ich jetzt Genderwahnsinn oder sage ich, okay, ich erkenne das an, was das Bundesverfassungsgericht beschlossen hat, es gibt ein drittes Geschlecht offiziell. Und ich denke, da sozusagen anzusetzen, sich selber zu reflektieren, was für Aussagen gibt es und wie positioniere ich mich eigentlich dazu, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und das auch als das zu benennen, was es ist. Es sind Ideologien, sie spalten die Gesellschaft oder haben es schon getan und sie sind im Kern in der Regel faschistisch. Und das ist, das ist dann eben nicht irgendwas Lustiges, was der Nachbar von nebenan da einem über wieder irgendwelche Ausländer erzählt, die ihm wieder irgendwas wegnehmen. Nee, da schwingt deutlich mehr mit. Und auch wenn den Nachbarn vielleicht gut kennt und darüber mal vielleicht einen Witz mitreißt, man darf sich oder sollte sich da trotzdem, wenn man da anderer Meinung ist, dagegen positionieren und im Dialog bleiben, so gut es geht. Genau, Frau Bock, ich wollte mich nur bedanken, weil Sie es wunderbar zusammengefasst haben. Also nicht problematisieren, sondern thematisieren. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Das ist nicht nur ein wichtiger Punkt an Schule, sondern allen voran an Gesellschaft, weil das sehen wir, ne? Elterngeneration, die sitzt ja dann eher vor mir, mit denen habe ich es dann zu tun. Ich wollte die Frage noch gern so ein Stückchen weit schon abschließend noch mit in Erinnerung rufen. Cornelia, du hast so wunderbar gesagt, wie rüsten wir denn unsere Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Falschnachrichten, im Umgang mit Verschwörungsideologien, Theorien, Mythen? Wenn wir jetzt in das Jahr 2022, 2023, 2024 fortfolgend gucken, was müsste denn da passieren, damit, sagen wir mal, sächsische und brandenburgische Schülerinnen und Schülern resilient gegen Falschnachrichten entsprechend umgehen oder mit Falschnachrichten umgehen können? Frau Bock und dann Herr Prosching. Ich glaube, alle, sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Erwachsene und Lehrkräfte, können eine Menge Toleranz vertragen. Und vor allem Wichtigstes zu lernen ist, sobald in irgendwelchen Nachrichten pauschalisiert wird und irgendwas nicht konkret benannt wird, aufmerksam werden. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Weg, weil das ist immer so der Kern, auch egal, ob das Fake News sind oder Verschwörungserzählungen, sobald ich sage, die Eliten machen das oder Donald Trump sagt, alle Medien sind so und so. Solange irgendwas undifferenziert betrachtet wird, ich glaube, diese Unterscheidung kann man relativ einfach hoffentlich machen oder schon ab einem niedrigeren Alter, sag ich mal, dann zumindest hellhörig werden und sich zumindest die Frage stellen, okay, kann das jetzt seriöse Berichterstattung sein? Was fehlt mir an Informationen für eine gute Nachricht? Wird da irgendwas Konkretes genannt, eine Person konkret benannt, irgendwelche Zusammenhänge erklärt?
irgendwelche, und sei es so was Banales wie bei einem Zeitungsartikel, Thema Deutsch Klasse 5, 6, in Berlin-Brandenburg zumindest, steht da ein Ort, ist da ein Ort angegeben, wo ist was passiert, so die typischen W-Fragen. Und ich glaube, da sind Fächer oder haben wir schon eine ganz gute Fachauswahl, die da durchaus viel bieten. Aber eben dann noch Bezüge herstellen zu einer aktuellen Zeit. Und auch ein Online-Nachrichtenartikel ist ja letztendlich nichts anderes als ein Zeitschriftenartikel. Natürlich ist es mit Tweets was anderes, gerade bei Twitter, wo auch DirektjournalistInnen Nachrichten verbreiten, was ja auch eigentlich am Anfang genau dafür gedacht war, dass sie sich da besser vernetzen können. Aber das eben mit hinzuziehen und beibringen, auch mal nicht komplettes, geklärtes Wissen aushalten zu können. Mhm. Was auch ganz wichtig war, zum Beispiel in der Corona-Pandemie, was ich zur Verschwörungserzählung noch sagen wollte, die gibt es ja nicht erst seit heute, die gibt es ja schon seit es die Menschheit gibt. Antisemitismus ist mit einer der urältesten Formen. Und auch da hat sich das über eine Zeit wieder gelegt, aber manches hat sich auch hartnäckig gehalten. Also es gibt auch Leute, die immer noch denken, dass die Mondlandung eine Inszenierung im Hollywood-Studio war, 9/11 Inside-Job. Und auch da, wenn man mal tiefer nachguckt, sind das die gleichen Konstrukte, die wir jetzt wieder finden. Das ist das Problem, die Sachen sind sehr dynamisch, lassen sich in jedes Narrativ wieder einfügen oder auch verändern. Man kann Kategorien bilden, aber die interagieren auch miteinander. Und also dieses Aushalten von vielleicht auch mal Dinge nicht komplett zu wissen, aber sich zumindest auf den Kerngedanken zu vertrauen, zum Beispiel sei es die Wissenschaft oder sei es ein gut recherchierter Artikel, investigativ, dass man sich zumindest das raussucht, was für einen am logischsten erscheint, warum das jetzt alle so schreiben könnten. Danke. Genau. Kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist, die Fähigkeit, stärker herauszuarbeiten, eigene Fehler zu tolerieren und zu akzeptieren, eigenes Fehlwissen zu tolerieren und zu akzeptieren. Also nicht nur dieses, ich weiß vielleicht nicht so viel, vielleicht sollte ich lieber die Klappe halten, das ist ein ganz guter Schritt, besonders halt in diesem Aufmerksamkeitsökonomie, ich muss bei Twitter alles sofort raushauen, ich muss bei Instagram alles direkt raushauen, ich muss nur noch ein TikTok-Video schnell machen, damit alle mitbekommen, was ich gerade gemacht habe und was für eine Meinung ich vertrete. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber auch zu wissen, dass es vollkommen okay ist, wenn man sich mal verrannt hat. Und das ist krass schwierig. Also das geht ja nicht nur Verschwörungserzählern so, sondern das geht ja auch mir so. Wenn ich von der Sache total überzeugt bin, dann neige ich natürlich auch dazu, nur Sachen und Informationen eher zu lesen oder eher wahrzunehmen, die mein Weltbild bestätigen. Und wenn dann mal eine andere Meinung kommt, sehe ich nicht so. Aber da einfach auch für die Schüler und Schülerinnen schon viel, viel eher fest das beizubringen, dass es vollkommen okay ist, wenn man sich mal verrannt hat, wenn man mal da einfach einer falschen Idee hinterhergerannt ist, sondern dass man einfach was sagen kann, okay, ja, sorry, war Windräder, haben jetzt doch nicht so einen gefährlichen Infraschall, habe ich mich getäuscht, ist nicht so schlimm, tut mir leid, geht weiter. So, kann aber mit dem Wissen und mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein dann darüber reden. Und ich finde, das ist neben den ganzen anderen Sachen wie Medienkompetenz und Nachrichtenkompetenz, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, dass Schüler und Schülerinnen überhaupt erstmal wissen müssen, wie das technisch überhaupt aufgebaut ist, dass die Eltern mit ins Boot geholt werden müssen und genauso geschult werden müssen und genau dieses Wissen auch haben müssen und auch, dass die Lehrkräfte halt ermutigt werden, sich damit zu beschäftigen, ist halt genau das irgendwie so ein, finde ich, so ein Kernelement, was definitiv irgendwie mit reingebracht werden muss, dieses, ja, einfach Fehler aushalten und sich dann nicht so verstecken darin, um einfach nur sein eigenes Weltbild zu bestätigen. Eine kleine Nachfrage, Herr Porsche, die müssen Sie mir noch gestatten. Wie locken wir den Eltern in Ihre Workshops? Wenn Sie sagen, die sind bisher noch sehr wenige gewesen. Welche Vorschläge haben Sie da? Werbung machen? das ist wirklich eine gute Frage. Wenn ich darauf eine Antwort hätte, wäre das wirklich sehr, sehr schön. Immer nur appellieren, immer nur Präsenz zeigen, einfach zeigen, dass man da ist, dass es diese Angebote gibt. Viele Eltern wissen gar nicht, dass es diese Angebote überhaupt gibt. Viele Eltern sind überrascht, wenn die dann hören, ja, da gibt es jetzt einen Workshop über Fake News, über Cybermobbing oder irgendwas anderes. Denken wir, ja, solltet ihr vielleicht wissen, sollte die Schule vielleicht auch mal weitergegeben haben, gibt es auch ganz viele Kommunikationsprobleme.
aber mehr, also einfach Präsenz zeigen. Zeigen, es gibt diese Angebote und immer wieder halt mit Nachdruck. Und wenn da halt 20 Mal nur zwei Leute kommen, macht man halt für diese 20 Leute diesen Eltern, für diese zwei Leute diesen Elternabend, bis vielleicht das nächste Mal halt dann drei oder vier Leute kommen, bis sich das vielleicht ein bisschen rumgesprochen hat. Ich würde was anderes machen. Bitte. Ich würde so engagierte Mütter, wie die wir gerade vorhin gehört haben, die Elternrätin ist, über die Elternräte gehen. Denn sie haben eine wahnsinnige Strahlkraft, also als Multiplikatorin auf die anderen Mütter und Väter. Auch das? Wir lösen alle. Na, also das wäre ja so eine Variante. Wir sind mittlerweile kurz vor 8:30. Ich würde gerne nämlich noch eine Frage, die habe ich, Cornelia, wir haben uns in der Vorbereitung darauf geeinigt, dass wir sie am Ende stellen. Ja. Und ich würde sie gern abstimmen lassen, also nicht nur von Ihnen, sondern auch von Ihnen. Sie kennen das Themenfeld, das hat jetzt nicht zwingend was mit, hat was damit zu tun, aber auch mit Digitalisierung, nämlich Handys im Unterricht. Sie kennen das Themenfeld. Die einen hassen es, die anderen finden das klasse. Sie haben grüne und rote Kärtchen. Gerne ein Stimmungsbild. Handy im Unterricht, ja oder nein? Durchwachsen. Ich würde gerne, und das, aber wirklich nur kurz, diejenigen, die von Ihnen eine rote Karte hochgehalten haben, geben Sie uns mal mit, warum nicht. Aber wirklich 30 Sekunden. Die Übung würde ich gerne machen. Bitte. Das ist das Problem. Ja. Sehr schön. Aber eine pauschale Erlaubnis, das Handy während des Unterrichts oder während der Unterrichtszeit zu benutzen, haben wir leider jetzt auch während der Pandemiezeit, wegen dieser Corona-App und so weiter, da war das eingerissen. Das ist nicht sehr ratsam, egal, glaube ich, in welcher Schulform, weil das für das soziale Miteinander ganz viele Probleme bringt. Sie sind so klasse, weil genau so wird die Frage immer nur gestellt, Handy ja oder nein, anstatt zu sagen, ich kann auf einem Handy auch recherchieren und damit kann ich lernen, wie ich recherchieren kann. Aber die Frage, deswegen haben wir es so gestellt, genauso undifferenziert, weil die genau immer so undifferenziert auch in den medialen Inszenierungen gestellt werden, wo man sagt, nee, die sollen nicht, jetzt kommt wieder TikTok und so weiter benutzen, sondern das gegebenenfalls zu Recherchegeschichten nutzen. Ja? Dass ich spielerisch im Unterricht dann auch so die Kompetenz entwickle, vernünftig zu recherchieren, dann kann ich als Lehrende auch mitgucken. Also von daher, Sie haben völlig recht, so in der So undifferenziert geht es wirklich nicht, weil das ist, wenn ich es als Medium nutze, um Kompetenzen zu erarbeiten, ja, aber natürlich nicht, um mich irgendwie ablenken zu lassen. Das ist die spannende Frage. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema, also ich kann über viele Wege Medienkompetenz entwickeln. War schön mit Ihnen. Es war auch schön mit Ihnen. Und ganz herzlichen Dank an Sophia Bock, noch an der Uni Potsdam. Ganz lieben Dank an Herrn Pursch, war richtig doll mit Ihnen, hat Spaß gemacht. Ich würde den ersten Dank aussprechen, es war total cool, dass Sie da waren, weil das ist so ein schöner Abend, den hätte man auch in einem schönen Biergarten oder an einem schönen Badesee verbringen können. Aber Sie sind hierher gekommen. Und noch können wir zum Badesee gehen. Jetzt geht es immer noch. Also vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Mitdiskutieren, Mitdenken, Mitspielen auch mit den Kärtchen. Und jetzt würde ich nochmal an dich übergeben. Vielen Dank. Cornelia, ich wollte sagen, bring die Leute nicht in Versuchung, sonst sitzt man beim nächsten pädagogischen Quartett im Sommer oder im Herbst hier vor leeren Rängen. Ist das vergessen, das nächste ist im Dezember, da ist es zu kalt, um draußen in einen schönen Biergarten zu gehen.
So, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf mich bei Ihnen bedanken. Es war ein sehr, sehr schöner Abend und ich möchte gerne noch auf die zwei Hinweise, die Frau Heinig ganz zu Beginn Ihnen noch mit auf den Weg gegeben hat, gerne noch mal wiederholen und verstärken. Zum einen der 21.09., da wollen wir uns digital treffen, also das ist das digitale pädagogische Quartett. Wenn Ihnen heute es zu theoretisch war, dann ist das digitale pädagogische Quartett für Sie die Empfehlung, weil da soll es ganz praktisch werden. Da wollen wir Projekte vorstellen, die erfolgreich im außerschulischen Bereich entsprechend unterwegs sind. Und der Büchertisch, der hier vorne steht. In meiner Zeit in der Sächsischen Landeszentrale habe ich immer wieder gesagt, nehmen Sie bitte alle Bücher mit, sonst muss ich die nach Hause schleppen und ich habe nur eine kleine Wohnung. Gleiches gilt auch für heute. Ich muss sie zwar nicht nach Hause schleppen, aber nehmen Sie gern die Bücher mit. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten haben Sie einen nicht guten... Du bist jetzt bei der Landeszentrale. Ah. Diese Bücher kann man nicht einfach mitnehmen. Ah, also die muss man kaufen. Schon kaufen. Also unbedingt noch wichtiger. Dann geben... Also okay, also dann nicht Bücher einfach mitnehmen und wegrennen, sondern kaufen. Gut, mein Fehler. Gut, dass du das jetzt nochmal klarstellst. Aber gut, dann machen wir jetzt einen Punkt, weil man sieht, Feierabend naht. Dementsprechend haben Sie einen guten, sicheren Heimweg. Schön, dass Sie mit dabei waren und kommen Sie gern wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Mhm.